Ja, also ich finde den Täter-Opfer-Ausgleich gut, weil das ist eine ehrliche Sache. Da hat das Opfer oder der Geschädigte hat irgendwie die Möglichkeit, sich mit dem Täter direkt auseinanderzusetzen und die Sache zu klären. Bei Gericht findet das ja nicht direkt statt. Da ist es ja immer über den Richter oder über andere Leute. Und wenn es beim Täter-Opfer-Ausgleich kann diejenige einfach direkt mit demjenigen sprechen. Also ich habe so die Idee, dass das danach für die Leute dann eher geklärter ist, als wenn das nur über so eine Verhandlung ist. Das ist irgendwie anonymer. Deshalb finde ich Täter-Opfer-Ausgleich gut.